Da unten predigen die da irgendwas. Die huldigen dem heiligen toten Hund oder so. Warum nicht? Red doch mal mit den Leuten zuerst mal. Also, keine Ahnung. Was sagst du dazu? Büffel? Bison? Was auch immer? Ist ganz viel Angst. Ich Albtraum über große böse Kreatur gesehen. Sei mir furchtbar viel Angst gemacht. Sie will mich beißen. Ich schlafen will, mich aber nicht entspannen kann. Baldrian soll, glaube ich, helfen, oder? Ein... Entschuldigung, was Besseres ist mir gerade nicht eingefallen. Okay, es geht nach rechts. Ich kann auch da hochgehen. Ah, guck mal, da ist das Ding, was runtergefallen ist. Ja, geh mal da hoch, Mädchen. Geh mal da hoch und hol dir das, die Kurbel. Die ist bestimmt noch voll wichtig. Was? Oh, ist da jemand kitzelig? Ach ja, stimmt. Wir müssen den wahrscheinlich erst zum Einschlafen bringen und dann kommen wir da dran. Macht Sinn, hat er ja gerade gesagt. Ich habe nämlich wieder aufgepasst. Gut, und diese Scientology-Leute da unten, die lasse ich jetzt erstmal außen vor, oder? Was? Kann ich sie erschrecken? Ach, du musst stark sein, um die Ziege zu erschrecken. Okay. Ach, du musst sie hochheben. Wieso sollten wir die hochheben? Was mache ich jetzt mit der Ziege? Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hä? Hä? Ich bin bescheuert? Warte mal. Mach die Nummer weg. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt hier machen. Also bitte. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier hin und reden erstmal mit dem, ne? Also, ne? Entschuldigung, könntest du mir bitte runterhelfen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keine Handkurbel. Aha, der braucht die Handkurbel. Das heißt, ich muss ihn erstmal zum Schlafen bringen da draußen. Alles klar. Warte mal ganz kurz. Das kannst du auch hochheben. Okay, aber wir kommen damit nicht raus, oder? Nee, wir dürfen damit wieder nicht rausgehen. Das hatten wir ja schon mal, das Problem, dass er die Sachen nicht raustragen kann. Weswegen auch immer. Nee, tatsächlich können wir gerade damit überhaupt nichts anfangen. Ein Wollknäuel. Mit einem Brutzelbärchen. Ach, sind die süß. Brutzelviecher. Ach, du bist das. Ja, den nennen wir Wollknäuel, okay? Nee, dann können wir ja tatsächlich hier gerade erstmal überhaupt nichts tun. Ja, geh mal wieder zurück. Zurück. Okay, wir sehen auch, da unten muss der Hund und so. Also dann müssen wir zuerst hier irgendwas erledigen. Aber was? Haben wir irgendwas für ihn? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen erstmal da runterlaufen. Und vielleicht doch mit den Scientology-Leuten mit zusammenarbeiten. Vielleicht gibt irgendeiner von denen hat bestimmt eine Beruhigungstablette oder sowas. Ich meine, wenn du bei der Scientology bist, brauchst du ständig Beruhigungstabletten, oder? Ja, aber schon gerade ab, oder? Ach, die müssen alle die Fresse halten wahrscheinlich, ne? Dann kann der da oben auch schlafen. Oder? Hm.
Guck mal hier, das ist beruhigend. Wenn das jetzt alle mitmachen. So. Ja, dann müsst ihr müde werden, oder? Komm, du auch noch. Ja, guck mal hier. Er schielt schon. Ja, sehr gut. Ha, okay. Also, liebe Leute, was lernen wir denn daraus? Man soll die Leute einfach dazu zwingen, die Fresse zu halten. Dann kommt man an die Handkurbel. Okay, hoch da. Hui. Oh, die ist schon wahnsinnig süß, ne? Also ich finde tatsächlich, ich kann es immer nur wiederholen. Also ich habe es jetzt, glaube ich, nur ein oder zweimal erwähnt. Aber ich finde das Design tatsächlich echt wahnsinnig schön in diesem Spiel. Also da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben in der Darstellung. Klar, diese Spiele sind jetzt nicht gerade fordernd, was die Grafikkarte angeht, also da glüht eure Grafikkarte nicht, wenn ihr solche Spiele spielt. Die sind halt auf simpelste in 2D gemacht und so. Ich finde es aber trotzdem tatsächlich wahnsinnig sympathisch. Weil es halt einfach Spaß macht, zu sehen. Ich weiß nicht, es steckt viel Liebe in dieser Darstellung, finde ich. Und das siehst du bei den großen Spielen heutzutage eher selten, dass da wirklich so viel Liebe in die Grafik reingesteckt wird. Es wird zwar, also versteht mich nicht falsch, es wird groß aufbearbeitet, also es wird pompös dargestellt, mit ganz groß viel Idee und so weiter und so fort, wie man das einfach so bombastisch wie möglich zeigt, aber diese Vielseitigkeit, dieses Kreative, ich meine, wie kommst du darauf, ein Viech zu erstellen, das so aussieht oder das so aussieht oder was weiß ich, also hier hat man sich wirklich Mühe gegeben. So, jetzt nimmst du mal die Sachen und bringst sie da runter, wo sie hingehören, okay? So, eins runter. Und legst es dahin. Ja, nicht dahin. Hä? Was, ich kann nur die Karotte dahin machen? Ich will aber die Karotte da nicht hinmachen. Oder die Rübe, halt irgendeine Rübe ist es auf jeden Fall. So. Wir müssen sie in der richtigen Reihenfolge machen, offensichtlich. Komm, beweg dich. So. Bitteschön. Sehr gut. Nein, nicht du. Ich wollte dich nicht brutzeln lassen. Heb mal das Zicklein an. Und dann müssen wir die Scientology-Leute davon überzeugen, dass sie uns den Hund ausliefern. Ist der Vordere eigentlich von denen Tom Cruise? Der wichtigste Scientology-Mensch? Ist doch der wichtigste, oder? Hallo? Wieso? Hallo? Wieso wollen sie nicht das Zicklein hier hinsetzen? Okay, irgendwas ist hier noch im Argen. Ich habe keine Ahnung, was. Legt das Tier nochmal hin. Wir können ja nochmal ganz nach unten. Wer weiß, ob da noch vielleicht irgendein Mechanismus ist, der auf uns wartet, gelöst zu werden. So, wechseln wir nochmal unsere Gestalt und gehen nach unten. Nach ganz unten. Okay, was haben wir denn hier für Schönes? Ach so, das ist... Ach, jetzt verstehe ich. Ja, das wusste ich ja nicht. Das ist zu gewesen. Wer hätte das gedacht? Das wusste ich nicht. Okay, ja dann. Gut, das ist aber kein wirkliches Rätsel gewesen, oder? Ich meine, klar, da musst du auch erstmal drauf kommen und sowas, aber... Das finde ich nicht so besonders, oder? Okay, komm. Dann, Zicklein, darfst du wieder mit uns mitkommen. Die hat bestimmt schon Schnauze voll, Alter. Wenn ich so oft rumgetragen werde... Oh, wobei, nee, rumgetragen werden... Das denke ich immer wieder, wenn ich meinen Sohn irgendwo hintrage. Wenn ich ihn die ganze Zeit auf dem Arm habe. Eigentlich ist es schon ein geiles Leben, den ganzen Tag getragen zu werden, oder? Ich meine, es ist schön, dass man laufen kann. Versteht mich nicht falsch, ne? Also, ich
ist super, aber sich's aussuchen zu können, ob man läuft oder nicht? Was ist jetzt passiert? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? War da ein Zeitlimit? Hab ich was falsch gemacht? Was? Geh mal da runter jetzt. Irgendwas müssen wir hier ja auch noch tun. Kannst du da hinlaufen? Ja, kannst du. So, was ist das? Nee, willst du nicht. Okay, das will das der große Mats. Auch nicht? Jetzt schläft er wieder ein. Nee, hier ist noch was. Ah, wartet mal. Hier gibt's irgendwas zu drücken. Aber ich weiß nicht, was das bringt. Ich drücke die und... Na, wobei, das kann auch nur Deko sein. Kann auch nur Deko sein. Da oben geht's nicht lang. Also für mich sieht das Zelt so wahnsinnig auffällig aus. Als ob man da irgendwie noch reingehen könnte und da irgendwas auf mich wartet. Nackter Eskimo oder so. Da, hier. Geh mal da hin. Geht das nicht? Was ist mit diesen Dingern hier los? Dem können wir auch nichts mehr anfangen. Da können wir runter, da können wir rüber. Da oben ist nichts mehr. Dich kennen wir schon. Nee, das kann nicht Sinn der Sache sein. Ich habe aber auch nichts. Dann muss ich vielleicht doch in dem anderen Raum irgendetwas holen, was ich dann hier benutzen kann. Irgendwas, was die Dinge abschneidet oder sowas und runterfallen lässt? Geh mal hier hin. So, dann fahren wir mal runter. Kann man da lang? Oder beziehungsweise da unten? Da ist doch der... Was ist denn jetzt los? Hä? Was ist denn los hier? Wieso resettet sich das jetzt ständig? Ich bin verwirrt. Es resettet sich ständig. Hä? Okay, irgendwas ist hier passiert. Irgendjemand will mich verarschen. Und ich weiß nicht, wer. So. Dann fahren wir jetzt wieder hoch und holen das andere Teil. Alter, hä? Was ist denn hier los? Ihr seht die Verblüffung in meinem Gesicht, ne? Ich bin gerade mega geschockt, was hier eigentlich vor sich geht. Da kann ich nicht nachdenken. Das war's. Sobald ich dann einen Schritt falsch mache, ist es vorbei. Das heißt, ich kann hier gar nichts machen. Ich kann hier nichts tun. Ich kann hier nur im richtigen Takt arbeiten, sozusagen. Wir müssen alles in der richtigen Reihenfolge machen, ansonsten wird alles resettet. Das heißt, ich brauche diesen scheiß Hund. Aber wie komme ich an den Hund ran? Ich meine, die Dinger hier oben sind ja nicht umsonst, oder? Passiert was, wenn ich die jetzt nochmal was machen lasse?
willst nichts machen. Geh mal hier runter, Mädchen. Gut, das ist aber ist nervig, aber es ist noch lange nicht so nervig wie das andere von vorhin, oder? Was muss man hier machen? Ich verstehe es nicht. Seinen komischen Schneemann da aus dem Ding nehmen? Da oben komme ich auch nicht weiter. Also ich hätte jetzt am ehesten noch gedacht, man muss irgendwas mit diesen komischen... Also mit den Schalen ja auf jeden Fall irgendwas machen. Aber ich hätte jetzt gedacht, man muss hier diese Dinger runterfallen lassen. Zu den Schalen. Und dann fallen die da rein und dann ist irgendwie die Kacke am Dampfen oder sowas. Wir sind alle im Takt. Ja gut, du hast sowieso schon geschlafen. Ich habe gedacht, du gibst mir vielleicht noch einen Tipp, aber nein, gibt's nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe aber auch nichts. Ich habe ja nichts im Inventar. Ich muss mir noch einen Hinweis geben, Leute, aber dann darf ich nicht mehr schlafen gehen. Das Eis schmelzen, das unterste Stockwerk erreichen. Aber wie schmelze ich das Eis? Ich könnte mal ganz kurz in die Sammlung gehen, einfach nur Interesse halber. Habe ich bisher alle gefunden? Das wäre cool, das wäre echt mega cool. Das Mammutbräuch, das Eis schmelzen, das und... Genau, erst müssen wir das Eis schmelzen, dann das Mammut beruhigen und dann das unterste Stockwerk erreichen. Ne? Das heißt, eigentlich können wir jetzt schon im Vorfeld das Eis schmelzen. Aber wie? Wir haben nichts, was Feuer macht. Du hast auch nichts an dir, oder? Mr. Mammut. Ich verstehe es nicht. Ich hab nichts zum Feuerschmelzen. Ich weiß nicht, wie es geht. Muss ich schon wieder schneiden. Ich will das jetzt rausfinden. Die kann man nur anditschen und die sagen dann was anderes oder sowas. Wir können ihm auch nichts klauen oder sowas. Irgendetwas, was uns helfen könnte, die Feuerschalen da anzumachen. Du willst nichts benutzen, alles klar. Wir können auch ihn nicht anditschen. Wir können lediglich hier diese Viecher so ein kleines bisschen baumeln lassen, aber das war's auch schon. Ich komme nicht drauf. Wenn wir wenigstens im anderen Raum agieren könnten, dann würde ich ja sagen, gut, das wird Sinn machen, dass ich da irgendwie was machen kann, irgendwas holen muss oder sowas, damit wir hier was schmelzen können. Aber wir können ja im anderen Raum auch nichts machen, außer die richtige Reihenfolge der Sachen. Ich darf ja auch nichts mitnehmen. Hier fehlt ja auch was, ne? Warte mal. Was ist, wenn sie da reingeht und hier runter? Das geht ja auch nicht, ne? Dass sie ohne etwas hier einfach hingeht und... Genau, das ist ja schon verboten. Das darf ich ja schon nicht machen. Ich darf hier nur die Sachen reinmachen. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Toffi hat wieder die Fackel nicht gesehen. Verdammt! Gut, wir haben hier nur die Hälfte des Parts verloren oder sowas.
Nee, tatsächlich ist es doch schneller gegangen, als ich gedacht habe. Ich war aber jetzt schon wieder kurz davor aufzugeben. Also im Sinne von aufzugeben, den Part erstmal aufzugeben und zu sagen, ich schneide und mache euch dann, wenn ich es rausgefunden habe, mache ich dann einen Cut rein und zeige euch das dann. Aber endlich haben wir es hingekriegt. Super! So, und jetzt? Jetzt. Ah ja, okay. Die müssen das Feuer anfachen. Scientology Power. Huiuiui. Verbrenne ich. Mein Lieber. Alter, aua, aua, aua. Fuck doch ab. Hui. Jetzt ist er weg. Toll. Das ist nicht das, was ich wollte. Und alle drehen durch, ey. Ich habe Feuer gemacht. Und was lernen wir heute wieder daraus? Geht niemals in eine Sekte. So. Du. Du kommst jetzt mit. Dich. So viel sieht so dämlich aus. Der sieht so gelangweilt aus. Wir müssen die richtige Reihenfolge nehmen. Ja, ich hab's verstanden. Verstehe nicht ganz wieso. Ich meine, wenn ich die Sachen sowieso auf die richtige Plattform packe, früher oder später, ist es doch scheißegal, mit was ich anfange. Das liegt doch... Es ist doch in meinem Ermessensspielraum, oder nicht? Das war auch falsch! Muss ich mit der Ziege anfangen? Also, jetzt hört's aber auf. Jetzt hört's aber echt auf, weißt du? Wer hat gesagt, dass ich mit der Ziege anfangen muss? So. Und dann die Rübe, oder was? So. Hoch damit. Das war bestimmt auch falsch. Ja, super. Okay, ich habe fest damit gerechnet, dass ich mich gleich wieder aufrege. Ich habe mir schon einen Spruch zurechtgelegt im Kopf, wo ich dann richtig schön abgehen kann. So. Hast du verstanden? Was? 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 Hä? Sie verarschen? Das war doch falsch. Okay, jetzt könnte ich eigentlich den Spruch loslassen. Mach das Ding jetzt da rein. That's what she said. Entschuldigung. Der war unangebracht. Gut. Dann probieren wir es halt mal auf diese Art und Weise. Ich verstehe den Sinn dieses Rätsels immer noch nicht. Warum? Warum die richtige Reihenfolge? Ich verstehe es nicht. Das Schwerste zuerst, oder was? Das war auch falsch! Sag mal, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Hat das was mit den Schaltern da unten zu tun? Hat das was mit den Schaltern da unten zu tun? Warte mal. Es ist ja offensichtlich so, dass wir das Ding hier zuerst reinbringen können müssen sollten, wie auch immer. So. Ach, das ist... Jetzt verstehe ich das. Das ist so ein Dingspiel. Kennt ihr dieses uralte Rätsel, was man zuerst über den Fluss bringt? Den Salatkopf, den Wolf oder das Schaf?
Wenn ich Wolf und Schaf alleine lasse, dann frisst der Wolf das Schaf auf. Deswegen darf das nicht sein. Das heißt, ich muss zuerst den Wolf darunter bringen. Dann das Gemüse und dann das Schaf. Was? Nein. Hä? Ach so, nee, stimmt. Ja, stimmt, dann ist das Schaf mit dem Gemüse alleine. Stimmt, das macht keinen Sinn. Ja, dann muss ich zuerst das Schaf runterbringen. Genau, dann ist der Wolf mit dem Gemüse alleine und das hat er, da hat er keinen Bock zu. Genau, so ist richtig. Boah, Alter, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Eigentlich, das ist eigentlich richtig gut. Das gefällt mir mega gut. So, genau. Alles klar. Sehr gut. Dann muss ich jetzt hingehen. Oh, Alter, das ist schwer. Das ist schwer. Ich muss mit den Schaltern unten arbeiten, sodass wir was zumachen. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich zumachen kann. Weil jedes Mal, wenn ich denn jetzt die Etage wechsle... Ja, doch, doch. Ich weiß, was ich machen muss. So, genau. Ich nehme jetzt den Wolf mit. Genau. Jetzt weiß ich's, Leute. So, wir nehmen den Wolf mit. Und nehmen dann das Schaf einfach wieder mit und machen es nach oben. Genau, so. Genau. Nehmen das Schaf wieder mit. Nee, nee, Quatsch. Oh, Entschuldigung. So, Schaf. Hallo, Schaf. Schaf. Ja, genau. So. Genau. Nehmen das Schaf wieder mit. So. Legen das Schaf ab. Nehmen dann die Rübe mit. Wolf hat nämlich kein Interesse an der Rübe. Warum eigentlich, ne? Ich meine, ein bisschen Gemüse würde dem auch nicht schaden, oder? Für die Gesundheit. So. Und jetzt klappt das Ganze doch. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich echt noch die Dinger hier zumachen, ne? Jetzt muss ich erst nach unten laufen. Genau, so. Alter, bis ich das gecheckt habe, ne? So. Genau, jetzt kann der Wolf nämlich nicht mehr ans Schaf ran. So. Und wieder hoch. Und wir müssen dran denken, wir müssen leider, glaube ich, nochmal einen Weg gehen. Wir müssen dann nämlich erst wieder die Rübe wegnehmen, damit das Schaf die Rübe nicht fressen kann. Und dann den Schalter betätigen und erst dann die Rübe wieder unten positionieren. Boah, das ist ein anstrengendes Rätsel. Aber eigentlich ganz cool. Ich finde das richtig cool. Weil das richtig intelligent ist. Da muss man nachdenken. Ach, das zählt schon. Ach so. Ja gut. Ich dachte, ja. Okay. Ja dann. Ja dann. Gut. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen komplizierter gemacht, aber na gut, das Spiel will so, dann will ich auch so. So, da ist unser Kumpel. Oh, Kumpel. Hat dich wieder erschreckt. Sag mal, was ist los mit dir? Bist du schreckhaft? Na gut, ob er sich jemals beruhigen wird, ob wir ihm eine Therapie irgendwie anleiern können oder sowas, das sehen wir dann im nächsten Part. Bewertung bitte nicht vergessen. Tschüss.